Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Terwonne. Ich arbeite im globalen Industriemanagement für Gebäudetechnik und bin dort eigentlich in Hauptverantwortung für den Bereich der Visualisierung zuständig. Das Ganze nennt sich Emalytics View bei uns und ich möchte einmal den Emalytics View Assist vorstellen. Und dabei handelt es sich eigentlich um ein webbasiertes Entwicklungstool zum Erstellen von Management- und Bedieneinrichtungen. Und es dient einfach dazu, dem Anwender grundlegende und wiederkehrende Funktionen abzunehmen. Und das Ganze wollen wir uns im Folgenden einmal anschauen. Ja, was wir hier sehen, ist direkt der Einstieg in unsere Management- und Bedieneinrichtungen. Das Ganze hier einfach einmal eine Beispiel-Applikation, die ich vorbereitet habe. Wir sehen einmal hier einen groben Überblick mit unserem Standort. Wenn wir da mal reingehen, erkennen wir ein Beispielgebäude von uns mit Energiedaten auf der rechten Seite, die zu einem sinnhaften Dashboard zusammengefasst wurden. Ich kann hier in meine Etagen navigieren und sehe beispielsweise Informationen über Temperatur meines Raumes, über meine Beleuchtungswerte eines Raumes und auch hier wieder Informationsseiten. Ich habe hier unten eine Alarmkonsole, ein flexibles Dashboard und Zeitschaltpläne. Die möchte ich aber später ein bisschen näher erklären. Und das eigentliche Kernstück, das ist unser Konfigurationsbereich und da wechsle ich jetzt einmal hin. So, wie man hier erkennen kann, unterteilt sich das Ganze in vier Schritte. Ich habe einmal den Schritt Style, wo ich mein Design verwenden oder bearbeiten kann. Das heißt, ich kann hier die Darstellung meiner Management- und Bedieneinrichtung beeinflussen. Ich habe hier mal was vorbereitet und zwar ein dunkles Thema. Wenn ich das Ganze mal anwähle und auf Bearbeiten klicke, dann sehe ich hier die verschiedenen Parameter, die ich einstellen kann. Ich kann zum Beispiel Symbolfarben ändern, Überschriften und Highlightfarben sowie Farbdarstellung für meine Diagrammserien. Und ich habe hier jetzt einfach mal ein dunkles Thema angewendet und wenn ich das Ganze mal abspeichere und in meine Applikation springe, dann sehe ich direkt die Veränderungen. Der zweite Bereich ist der ganze Bereich, der sich um die Applikation kümmert. Und unter Applikation verstehen wir in unserer Anwendung vordefinierte Funktionsgruppen, beispielsweise Zeitschaltpläne, Alarmkonsolen und dynamische Dashboards. Und in dem Bereich Apps kann ich das Ganze konfigurieren. Ich kann es beispielsweise ein- und ausschalten und verschiedene Parameter definieren. Ich wähle das Ganze einfach einmal ab. Speichere und schaue mal, was das für Einfluss auf meine Management- und Bedieneinrichtung hat. Dazu springe ich wieder zurück in meine Applikation, führe das Ganze aus und sehe, dass meine Kacheln hier im unteren linken Bereich meiner Navigationsleiste verschwunden sind. Und genau, wir wollen das Ganze einmal wieder rückgängig machen. So, der Kernbereich wird eigentlich von dem ganzen Bereich Navigation dargestellt. Und wenn wir hier mal reinschauen, dann sehen wir hier exakt den Aufbau, den wir auch eben in unserer Management- und Bedieneinrichtung gesehen haben. Und was ich jetzt einfach machen kann, ich kann beispielsweise sagen, okay, ich möchte ein neues Gebäude hinzufügen. Dazu wähle ich einmal meine oberste Ebene an, klicke hier unten auf das kleine Plus und sage, ich möchte jetzt vielleicht das, ich nenne es einfach mal Gebäude 14 hinzufügen. Und könnte mir jetzt hier eine von verschiedenen Seitenvorlagen auswählen. Dabei handelt es sich einfach um vordefinierte Seiten, die dem Anwender bestimmte Funktionen abnehmen. Wir haben zum Beispiel vorhin gesehen, wir hatten ein Gebäude, was ich für eine optische Navigation genutzt habe. Immer dann würde ich die Vorlage Übersicht verwenden. Wenn ich beispielsweise meine Etagenpläne darstellen möchte und hier verschiedene Temperaturzonen einzeichnen möchte, immer dann würde ich die Vorlage Layer-Auswahl nehmen. Oder ich kann auch sagen, ich fange auf einer grünen Wiese an zu zeichnen. Dann verwende ich keine Vorlage. Das möchte ich jetzt einfach hier mal machen und speichere das Ganze mal ab. Und wenn ich jetzt wieder zurück in meine Applikation springe und das Ganze ausführe, dann sehe ich, dass auf der Ebene Standortübersicht mein Gebäude 14 erschienen ist. Natürlich jetzt aktuell mit leerem Inhalt. Und wenn wir das Ganze bearbeiten wollen, gehen wir wieder zurück in den Konfigurationsbereich unter dem Bereich Navigation. Und finden hier unten eine Schaltfläche, die uns dazu geleitet, diese Seite zu bearbeiten. Wir wählen das mal an. So, und jetzt sind wir in dem vollumfänglichen Gestaltungsbereich unserer Applikation und können uns jetzt hier austoben, wie wir möchten. Ich zum Beispiel zeichne mir hier mal ein paar Symboliken ein, speichere das Ganze ab und sollte sofort in meiner Applikation sehen, dass sich hier etwas geändert hat und das ist auch passiert.
Und genauso einfach, wie ich Grafiken zeichnen kann, genauso einfach kann ich auch Daten anbinden. Auch das wollen wir uns einmal anschauen. Ich habe hier einmal eine Seite vorbereitet, welche mir ein Anlagenschemata meiner Lüftungsanlage darstellt. Und wir sehen hier schon, dass bereits drei Daten angebunden wurden. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz demonstrieren, wie einfach und simpel eigentlich diese Datenanbindung funktioniert. Dazu geht es wieder zurück. Ich wähle meine Seite aus. Und so, ich wollte zur Lüftungsanlage. Diese möchte ich einmal bearbeiten. So, mein Bearbeitungsbereich lädt wieder. Ja, und was ich jetzt hier erkenne, meine Lüftungsanlage baut sich auf und ich möchte jetzt einfach mal einen x-beliebigen Datenpunkt an meine Zuluftklappe beispielsweise anbinden. Dazu wähle ich die hier einfach mal aus. Und hier auf der linken Seite unter dem Bereich Data finde ich eigentlich eine 1:1 Abbildung von meiner Emalytics Automation Station und kann jetzt hier an alle Datenpunkte oder ich kann hier auf alle Datenpunkte zugreifen, die mir zur Verfügung stehen. Ich habe hier einfach mal einen Ordner vorbereitet, der sich Raumlufttechnik nennt. Und ja, ich nehme jetzt mal keine sinnhaften Werte, sondern möchte einfach an diesem Beispiel nur mal zeigen, wie einfach der Prozess der Datenanbindung ist. Und dazu nehme ich mir hier einmal meinen Datenpunkt, ziehe ihn per Drag and Drop auf mein grafisches Symbol, drücke die Enter-Taste und meine Daten sind angebunden. Das Ganze einmal speichere und zurück in meine Management- und Bedieneinrichtung gehe. Dann sollte ich erkennen, dass hier meine Daten erfolgreich angebunden sind. Und ich kann sie natürlich auch von hier ganz simpel überschreiben. Und genau, sehe, dass jetzt hier eine Handüberschreibung stattgefunden hat. Und das Ganze ist natürlich auch auf Seiten von Emalytics Automation passiert. Ja, und an dieser Stelle soll es das auch von meiner Seite aus gewesen sein mit der kurzen Vorstellung zum Emalytics View Assist. Und wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, besuchen Sie doch gerne unsere Homepage. Oder wir sehen uns vielleicht in einem unserer zahlreichen YouTube-Videos wieder. Und ja, auf Wiedersehen und tschüss von meiner Seite.